Hallo liebe Freunde, it's Shooter Time. Wolfenstein The New Order steht auf dem Programm als neues Let's Play hier bei Heisenberg Zockt. Und zwar einfach aus dem einfachen Grund, ich möchte mal wieder einen Shooter spielen. Ich kann nicht nur immer Aufbauspiele machen, ich brauche auch mal wieder einfach stumpfes Geballer. Und so stumpf ist Wolfenstein ja eigentlich nicht. Der Titel ist von 2014 und ja, ich spiele ihn jetzt primär deswegen, weil ich habe ja mal gesagt, ich möchte eigentlich auf meinem Kanal alle Spiele haben, die irgendwie eine Relevanz besitzen für mich. Und Wolfenstein besitzt diese Relevanz, nämlich mit dem Titel, wie ist es, Wolfenstein, The Return to Castle Wolfenstein von 2001. Das habe ich relativ ausgiebig gespielt. Ich liebe das heute noch. Da gibt es so eine Szene drin, wo man mit einer Drahtseilbahn ins Tal runterfährt und dann in diesem Tal unten die Häuser, das Licht, das war so schön, so stimmig. Da erinnere ich mich echt immer noch gerne dran. Gut, jetzt aber fertig, blablabla. Lasst uns mal spielen. Ich war schon mal drin wegen der Steuerung. Mal gucken, wie die Grafik ist, etc. Deswegen machen wir einfach mal neu. Darf ich spielen? Okay, das passt schon mal gut. Das möchte ich aber nicht. Ich würde sagen, lass sie nur kommen. Ich möchte ja nicht irgendwie einen Skill zeigen, den ich sowieso nicht besitze, sondern ich möchte das Spiel zeigen und etwas Spaß haben damit. Okay, lass sie nur kommen. Ja, wir starten und wir hören und schauen. In meinem Traum rieche ich an Barbecue. Ich höre Kinder. Einen Hund. Und ich sehe jemanden. Ja, da ist irgendwer. Das alles. Das ist nicht meine Welt. Dafür röhrende Motoren, Soldaten, wir kommen in der Nacht. Ja, ein bisschen leise, der gute Mann, aber... Aufwachen, Bleskowitsch! Sie übernehmen! Ich muss mal pissen! Aha, schon besser. Ich habe die Ingame-Voice von denen wirklich ganz hochgestellt. Kann ich was machen? Nö. Bleskowitsch, nach hinten, schnell! Machen Sie die Treibstoffleitung zum Motor 6 dicht, schnell! Wir machen nach hinten die erste Action. Werkzeugschränken finden Sie, was Sie brauchen. Eine Zange und Draht. Werkzeugschränken. Wo haben wir hier? Aha, hier haben wir Werkzeugschränke. Befindet sich in der kleinen Kammer. Okay, schon gefunden. Wieder zurück. Feuer, oh. Feuer, Furio! Ab, hier. Hier habe ich das E-Leuchten sehen. Oh, wir brennen. Verdammt! Große Klasse, Captain. Aber wir verlieren an Höhe. Wir müssen leichter werden, sonst kracht's. Okay. Gehen Sie zum Frachtraum und werfen Sie alles raus, was drin ist. Zum Frachtraum. Und werfen Sie alles raus, was drin ist. Okay, öffne das Tagebuch. Wir öffnen mal kurz. Okay, ja, gut zu wissen. Aber im Moment brauchen wir kein Tagebuch, sondern wir müssen hier... Ich öffne jetzt die Frachtluke. Okay, aha, ich ahne was. Ja. Okay, wir schneiden. Ja, ja. Alles in Arbeit. Nur keine Hetze. Gut Ding will Weile haben. Haben wir noch irgendwo? Hier haben wir noch. Hier haben wir auch noch. Boah, es wackelt, macht einen Tweet. Ach, hier war noch ein Seil. Okay, und weg damit. Ja, ja, der Vogel steigt wieder. Zurück ins Cockpit, Bleskowitsch. Komme. Stress. Ui. Alles klar da hinten? Naja. Wir haben ein neues Fenster hier. Wo ging's? Ins Cockpit? Hier. Was zum Teufel? Feindliche Jäger! Ui. Ans Geschütz, Bleskowitsch, los! Saubere Abschüsse! Achten Sie auf unsere Leute! Okay, die erste Action würde ich mal meinen. Gleich mal einen Rail-Shooter zu Beginn. Dann weiß man, was es geschlagen hat. Das da vorne ist wahrscheinlich einer von uns, nehme ich mal an. Der gehört auch zu uns. Der nicht. Oh, ich kann nicht allzu weit drehen. Okay. Ich glaube, das war einer von uns. Friendly Fire ist dann wohl nicht deaktiviert. Das ist natürlich schlecht, wenn man das Spiel hier gleich mal so beginnen muss. Zack. Okay, kracht ordentlich. Das ist schon mal... Schön, wo denn? Feuer! Direkt vor uns, Blesko!
Phoenix. Oh, da. Oh, ja, eigentlich habe ich ihn doch. Habe ich nicht erwischt. Er ruft mich. Nicht heute, mein Freund. Ich muss einen Krieg gewinnen. Noch am Leben, Sie Glückspilze! Sie sind echt hart im Nehmen, Grundgütiger! Mayday! Vulture 1, bitte kommen, Vulture 1! Noch mehr Ärger. Nehmen Sie! Dankeschön. Was machst du jetzt, du verrückter Kerl? Kondor 9, hier Vulture 1, Sie sind zu nah. Abstand! Negativ, Vulture 1. Haben hier ein ernstes Problem mit der Steuerung. Ich muss die Formation verlassen. Machen Sie Platz, Fergus. Ein Wackelding. In Ordnung, Rattle. Oh nein, Blasco, fahren Sie das Radar ein. Der Hebel oben neben den Lampen. Wir fahren. Besten Dank, Captain. Ganz schön nah hier, der Kollege. Verstehe Ihr Problem, Kondor 9. Ich sehe Rauch. Sie verlieren Flüssigkeit am Ruder. Ihr Querruder ist hin. Ja, die Mühle fliegt sich wie ein Ziegelstein. Danke, Virgil, für die... Ah! Oh, oh. Kondor 9, bitte kommen! Kondor 9! Scheiße, das ist ein Truppentransporter! Kondor 9, bitte kommen! Bitte kommen, Kondor 9! Hier ist Kondor! Nein! Wer spricht da? Private Wyatt, 109. Luftlandebrigade! Na schön, mein Junge. Hören Sie mir jetzt gut zu. Also, sehen Sie das Steuerrad. Ja, Sir! Gut, nehmen Sie es in beide Hände und ziehen Sie es zu sich. Auf keinen Fall drehen, verstanden? Halten Sie es gerade und ziehen Sie es zu sich hin. Okay, Sir. Thema. Es scheint zu klappen. Wir packen uns wieder. Okay, Private Wyatt. Sie müssen noch was für mich erledigen. Schicken Sie jemanden zur Seitentür. Sie bekommen gleich Besuch. Oh, oh, ja. Blaskovic, machen Sie die Cockpit-Tür auf. Sie müssen sie aufhalten. Dann tun Sie, was ich sage. Ich hab's ja fast vermutet. Oh, oh, ja. Dann los! Boah. Ich kann nicht. Irgendwie. Was denn? Oh. Ui. Okay. Aber jetzt müsste ich können. Wir springen. Zieh. Ich hab sie. Aufpassen. Dankeschön. Fresco, kommen Sie. Sir. Alles oder nichts. Wie immer. Hurra, Sir! Hurra, Sir! Ich hab ein Splitter im Bein und blute stark. 71 Leute an Bord. Was soll ich nur machen? Was soll ich nur machen? Was konnte ich denn da gerade? Jungs, konnte ich. Ah, mit die Dingens. Da ist es. Erwischt. Erstmal looten. Während die hier verbluten. Das war noch ein unfreiwilliger Reim. Da gibt's auch noch was. Geschnappt. Okay. Irgendwie. Nee, doch. Passt. Ich wollte gerade sagen, die Maus-Sensitivity vielleicht noch ein bisschen runterdrehen, aber das habe ich eigentlich eh schon gemacht. Gott sei Dank sind sie hier! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das ist ein Gemetzel. Wir müssen abbrechen. Blaskovic, helfen Sie dem Jungen hoch. Negativ, Kondor 9. Kurs beibehalten. Verdammt, Gordon. Wir werden hier abgeschlachtet. Hören Sie zu, Fergus. Danke, Sir. Wenn die Mission scheitert, bitte gern geschehen. Dann verlieren wir Europa. Ganz einfach. Sonst kann ich hier nichts machen. Nee. Wenn wir Totenkopf jetzt nicht aufhalten, Fergus, ist es vorbei. Wir werden den Krieg verlieren. Ei Gott, ich höre Sie. Ich muss jetzt Schluss machen. Vor uns liegt seine Basis. USA Command, Ende. Kondor 9, Ende. Halten Sie sich fest, Blasco. Festhalten. Gleich okay. Es wird eine harte Landung. Ich kann nicht sehen. Festhalten! Uff. Es ist der Morgen des 16. Juli 1946. Alles ist verloren. Die Truppen des Regimes rücken unaufhaltsam vor. Wir haben keine Chance.
Unser Plan geht nicht auf. Wir sind unterlegen und am Ende. Keiner weiß warum. Die Menschen verzweifeln. Ich nicht. Ich suche einen alten Bekannten und werde eine Rechnung begleichen. Für die Wände sorgen. Oh. Eieiei. Ein Blechkläfer. Na, und was machen wir jetzt gegen den? Na, irgendwas. Werden wir tun müssen. Kann ich hier die Kiste? Nee, kann ich nicht. Ah, hier kann ich raus. Nee, kann ich auch nicht. Okay. Was machen wir denn jetzt? Wir kommen sowieso nicht raus. Ah, hier. Telefon. Fergus, wie ist Ihr Status? Peskovic, bei uns hier ist die Kante am Dampfen. Wir sitzen hier im Flieger fest, während uns irgend so ein Panzervieh den Arsch aufreißen will. Kein Witz. Ich habe das gleiche Problem. Sitze in den Trümmern fest. Peskovic, sehen Sie das da drüben? Hey, Private Wild, leuchten Sie. Blesko, sehen Sie das Licht? Wild, das Licht aus. Ja, Sir. Ich kann Sie sehen. Was soll ich machen? Wir kommen von hier aus nicht hin. Sitzen hier verdammt nochmal fest. Aber wenn Sie den Geschützturm unseres Fliegers erreichen, können Sie das Biest vielleicht erledigen. Kleine Waffen können denen nichts anhaben. Können Sie zu uns rüberschwimmen? Wenn Sie unter Wasser bleiben, sollte Ihnen nichts passieren. Guter Plan, Fergus. Ich komme zu Ihnen. Das müsste wohl machbar sein, wenn wir hier rauskommen. Irgendwie. Eben, ich wollte gerade sagen, das kenne ich doch noch aus dem anderen Teil. Oh, 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 oh. Was, wie, wo, wer? Unten durch. Okay, das hat geklappt. Oh, puh, das war... Wenn's von Totenkopfsbiestern, ja. Hätte den Mann schon längst töten sollen. Das war eher knapp. Also, dann schwimmen wir mal. Irgendwo wird's hier rausgehen. Hoffe ich doch mal. Schwer. Wie lange können wir denn atmen? Eine Anzeige sehe ich nicht. Die hier können nicht mehr atmen. Ja, wir schwimmen einfach mal. Irgendwann macht es wahrscheinlich blub, 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 blub. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Der scheint eine Eisenlunge zu haben. Na gut, dann nutzen wir das mal aus. Dann geht... Oh. Eieiei. Ah, okay, das ist wieder eins von diesen blöden Viechern. Da werden wir mit dem Messer bestimmt nicht allzu viel machen können. Wo geht's hier lang? Aha, hier rauf, okay. Und dann hier die Treppe hoch. Noch ein Geschütz. Okay, auf was müssen wir jetzt schießen? Auf den großen Kollegen da, oder? Ich baller mal auf die kleinen. So, die wären weg. Und da komme ich nicht hin. Ah, da kommen die anderen. Wir gehen mal raus. So, schnell rüberrennen. Sie haben uns gerettet, Captain Blazkowicz, Sir. Beruhigen Sie sich, Weigel. Okay, Blesko. Wollen Sie hören, wie wir diesen Traumstrand vielleicht lebend überqueren können? Durchaus. Also gut, hören Sie zu. Dort in den Gräben gibt es ein MG-Nest. Wenn wir vorrücken, werden wir abgeschlachtet. Also... Sie arbeiten sich zu diesen Schützengräben vor und schalten das Nest aus. Laufen Sie einfach durch die Mitte, so schnell Sie irgendwie können. Wir geben Ihnen von hier aus Feuerschutz. Verstanden. Ah, legen Sie das an. Ich halte Funkkontakt. Okay, Leute, bereit machen für Deckungsfeuer. Also, einmal mit dem Durch. Ich würde mal sagen, hier, es sieht nicht schlecht aus. Boah, muss das so sein? Bisschen. Okay, gleich mal hier runter. Schnappen wir. Die ersten Shooter-Einlagen. Moment, ich muss erst noch mal... Ne, geht. Ich wollte gerade sagen, eben diese Maus-Sensitivity ist doch irgendwie relativ heftig. Wie komme ich denn hier runter? Hier zwischendurch? Nö. Rüberhüpfen? Nö. Hier hinten. Da hätte ich die gar nicht killen müssen, so wie es aussieht. Aber, mein Gott. Was wir haben, das haben wir. Sind wieder ein paar weniger. Sitzt hier einer dran, oder? Kriege ich das Ding denn kaputt? Ja, und draußen ist auch noch so ein Kerl. Geht nicht. Okay, Moment. Ah, okay, Handgranaten. Damit werden wir sie
wahrscheinlich wegkriegen. Ja, ist sogar angezeichnet für so Leute wie mich. So, wieder Primärknarre. Ja, nee, falsch. Die Atempause können wir gebrauchen. Hab schon genug Ärger mit dem Monstrum, das hier herumstampft. Verdammt, das wird jetzt. Die suchen jetzt einen Eingang zum Bunker an der Klippe. Die müssen die zwei Kanonen dort ausschalten. Ich rücke mit der Einheit an der Küste entlang in Richtung der Basis vor. Das ist gut zuhören, Leute. Was halte Alt links und S gedrückt? Ich wollte gerade sagen, Alt links und S. Ist das alles? Da können wir noch was mitnehmen. Also Alt links und S. Und jetzt soll ich hier die Füße erschießen? Aha. Oh, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Die Waffe Sturmgewehr 1946. Von hier kommt kein Feuer. Nee, aber von hier vorne. Das wäre dann fast schon ein Fall. Für eine Granate, wollte ich sagen. Wobei, nö, geht eigentlich. Die Leute haben wir weg. Oh, jetzt aber. Okay, wir gehen mal runter. Nein, nein. Der war nicht schlecht, würde ich mal meinen. Ich muss mich ja erst wieder daran gewöhnen, dass man vielleicht beim Maschinengewehr nicht wegen ihrer draufdrücken muss, sondern das ist natürlich schon besser, wenn man das mit Salven macht. Rolle mit Mausrad, um alle Waffen zu sehen. Okay, wir rollen. Oh, das ist ja auch nett hier, dieses Doppelding. Aber ich glaube, damit, ja, damit kann ich kein Kimme und Korn machen und ich bin passionierter Kimme und Korn. Geht nicht kaputt, geht nicht kaputt. Passionierter Kimme und Korn. Spieler eigentlich. Aber ja, wenn es nicht geht, geht's nicht. Hier noch ein bisschen Munition. Einmal Helm, das ist ja fast wie bei Asterix und Obelix. Der hat doch auch immer, der Obelix, die Römerhelme gesammelt. Ah, okay, ein Labyrinth. Sozusagen, war das eine Granate? Weiß gar nicht, irgendwie explodiert ist nichts, aber okay, das geht auch nicht. Hier haben wir noch was. Ich würde sagen, wir gehen mal rein. Lass uns doch mal gucken. Ein Bunker drin. Ja, ich wollte um die Ecke lugen und nicht schießen. Aber ich möchte gern mein Gewehr. Granate! Moment. Jetzt war es definitiv eine Granate. Ich wollte gern mein Kimme- und Korngewehr haben. Aha, okay, da kann man eigentlich sogar um die Ecke rumgucken. Oh, da ist noch einer. Wenn man nur. Renn hin. Machen wir den oldschoolig. Alle. Da müsste eigentlich nochmal eine Granate hin. Ich gucke aber erstmal, was wir hier noch haben. Nicht mehr viel. Okay. Oder ist das Ding. Nochmal was? Ist das Ding da eh schon kaputt? Sieht fast so aus. Okay, da müssen wir wohl nichts mehr machen. Was soll ich mal? Ich schmeiß mal sicherheitshalber. Wobei es ist auch nichts angezeichnet. Aber bevor wir dann rausfinden, das hätten wir doch noch killen sollen, das Ding. Ne, das war schon kaputt. Okay. Eine Granate. Zu viel geopfert eigentlich. Aha, da kommen wir nicht rein. Okay. Mir scheint, der hat was gegen uns. Ja. Müssen wir mal gucken gehen, wo es hier weitergeht. Da ist noch was. Alles mitnehmen. Ach, war wieder eine Granate. Okay, dann haben wir die sozusagen wieder drin. Ah, hier geht's. Ne, hier geht's nicht rauf. Hier ist das Geschütz. Ja, aber da war ja noch ein Gang. Ein Gang sozusagen. Ein Korridor. Also eigentlich ein Schützengraben, wenn man es genau nimmt. Dann gucken wir doch hier mal rein. Da kommen gleich wieder Horden. Ich sehe es kommen. Sieht auch nicht mehr allzu gut aus, der Gute. Oh. Die Blechhunde. Wo, wo, wo? Wir gehen nochmal hier lang. Der ist eigentlich nur oben rüber gerannt, aber der wird trotzdem noch auf uns losgehen. Ich sehe es. Komm, da ist er doch. Wir haben ihn. Schon. Oh, ein eindrückliches Maschinchen links und rechts und okay, und Hund kaputt. Oh, blödes Nachladen jedes Mal.
schnitzt den mal. So, genau. Was machen die denn mit den Maschinen? Naja, was sie auch immer machen, das kann nichts Schlaues sein. Da ist noch eine Granate. Eine Grenade. Halt, Helm. Halt, wenn dir was schießt. Ich möchte aber eigentlich hier den Helm noch haben. Was schießt denn? Das Gerät da. Ne, da unten ist noch einer. Ist schon, das Gameplay ist schon schnell. Oder meine ich das nur so als Oldschool-Shooter? Das ist ja doch überall, das sei so ein klassischer Oldschool-Shooter. Dafür finde ich das Tempo doch relativ gut angezogen. Also nicht, dass ich das schlecht finde. Macht Spaß, aber es erscheint mir ein bisschen hektischer, wie ich jetzt wirklich diese Oldschool-Shooter in Erinnerung hätte. Aber ist schon spaßig. Es ist nicht unbrutal, aber das wäre auch nicht Wolfenstein. Oh, da ist noch einer. Wenn's... Das ist eine ganz neue Dimension des Krieges. Hier. Auslöschung des Lebens an sich. Wenn es hier zu viele Blümchen gehabt hätte, wollte ich eigentlich noch sagen. Hier hat es alles andere wie Blümchen. Die ganzen Helme, eine Wumme. Und dann gehen wir mal weiter gucken, würde ich sagen. Hier vorne. Entweder in die Höhe. Ja, nicht entweder, sondern wahrscheinlich in die Höhe. Oder hier unten durch. Das geht auch, sehe ich gerade. Hier kommen wir rein. Schleiche dich heran und drücke Maus 3, um einen Gegner zu überwältigen. Das werden wir doch gleich mal ausprobieren. Der hier. Okay, alles klar. Mitnehmen hier, was wir mitnehmen können. Oh, da sind nochmal welche. Mann, mach. Was lädt er denn so lange nach? Wir machen hier nochmal. Nochmal den Nahkampf. Das war irgendwie nix. Was man hier alles mitnehmen kann, sogar Dosen. Was wollen wir denn mit den Dosen? So, damit kann ich schon eher was anfangen. Das war eine Granate. Hier können wir nichts machen. Gehen wir mal weiter gucken. Puh, okay, da ist das Ding wieder. Da unten ist noch was. Schalte Kommandanten aus. Machen wir, sobald wir den sehen. Was wird geladen? Signal entdeckt. Ah, okay, das kenne ich. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, das war doch bei Return to Castle Wolfenstein auch so. Man musste die Kommandanten ausschalten. Die haben sonst Alarm geschlagen. Ja, wäre im Prinzip auch wieder eine Granate. Nicht so falsch gewesen, aber wenn es ohne geht, geht es ohne. So, jetzt haben wir ihn. Aha, jetzt wo ich umgeschaltet habe in Dual auf Dualsystem. Knarrentechnisch. Wir nehmen, was wir kriegen. Boah, okay, das sieht schon wirklich cool aus. Also, jetzt hier lang, oder? Wo möchte das Spiel uns lieber haben? Haben wir denn... Wir haben eine Map, okay. Ja, würde schon eher in die andere Richtung gehen, aber hier möchte ich dann doch auch noch schnell reingucken. Das sind einfach die Bomben. Karte aktualisiert. Bombe benötigt. Okay, da fehlt noch was. Hier oben. Ja, macht doch durchaus Sinn, hier ab und an mal auf die Karte zu gucken, so wie es aussieht. Jetzt muss ich aber schauen, wo wir lang müssen. Limit erreicht. Ach, wie doof. nochmal Map. Eigentlich die Richtung stimmt. Wir müssen hier lang. Und werden hier hinten irgendwo... Oh, Moment. Halt, ich wollte eigentlich den... Das ist irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier mit diesem Dualsystem, muss ich sagen. Hackbraten. Okay. Boah, das ist aber schon ein arges Geballer. Oh, der hatte eine Gatling an, der Vogel. Das habe ich gar nicht gesehen. Zum Glück haben wir doch einiges an Schild.
Wobei, im Moment haben wir 0, kann das sein? Da müssen wir das Schild natürlich wieder aufladen. Das haben wir jetzt durch die Gatling-Gun wohl verloren. Na, kann ich dich... So, jetzt. Da haben wir doch Schild. Von allem ein bisschen. Woman. Okay. Und dich können wir mitnehmen. Bemannen. Halten zum Entfernen. Okay, das ist ein ordentliches Ding. Heiliges bisschen. Da hätten wir noch eine Kiste. So, genau. Ist zwar schade um die Munition, aber ich denke, bei dem Spiel können wir auch ohne Probleme mal ein bisschen Munition verschwenden. Da kann ich nichts mehr machen. Okay, sonst noch eine Kiste. Da hinten ist noch eine. Möchte ich mir dann doch nicht entgehen lassen. Jetzt werde ich aber das Ganze doch mal so machen und dann ist nichts drin. Okay, das deutlich, das nehme ich dann als Zeichen. Wenn man Nahkampf macht bei den Kisten, ist nichts drin. Da muss man zu Rohr Gewalt greifen. Kann ich nicht mitnehmen. Aber hier haben wir ja noch Zeugs. Das war wohl das Ding, was wir brauchen. Hinten. Für die Bombe nehme ich mal an. Kommen jetzt nochmal hier ein paar Leute. Oder müssen wir hier hin? Ah, okay, so geht es natürlich auch. Mein Deckung. Wumme wechseln. Oh, haben wir jetzt dieses Gatling-Ding? Das haben wir nicht mehr. Das ist ja doof. Da ist es doch. Ich hab's verloren. Okay, wir müssen irgendwas zerlegen, damit es die unsere Jungs in den Wolken nicht zerlegt. Ja, da oben nehme ich mal an. Irgendwo da oben. Naja, da gehen wir hin. In der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid dann bei Teil 2 auch wieder dabei, wenn wir hier reinstürmen und mal die Gatling-Gun ausprobieren. Bis dann. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss.